Moin, moin, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ja, es ist Abend. Eigentlich wollte ich die Nacht zwischen den Folgen durcharbeiten. Aber es ist ja noch früh, ne? Und wir haben noch einen Auftrag. Ich habe mal schon mal angefangen, wegen der Werkbank zu gucken. Uns fehlt noch Eisen. Und da wir hier ja genug haben, das heißt genug, aber ein bisschen was ansetzen können, habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen was fertig. Ja, das lassen wir mal laufen. Aber was ich noch machen wollte, vielleicht kriegen wir es noch hin. Eine seltsame Notiz, die ich beim Plündern gefunden habe. Die wollen wir mal lesen. Meine Leute haben dich beobachtet, berichten, dass du Potenzial hast. Ja, selbstverständlich. Wenn du diese Herausforderung schaffst, haben wir in unserem Lager vielleicht Platz für einen neuen Rekruten. Später wird das ja alles mal für die Story interessant sein, denke ich. So, Crazy Eyed Fuchs Jake, Herausforderer, töte ein paar weibliche Zombies. Das akzeptieren wir mal. Und da müssen wir 500 Meter latschen. Okay. Das wird dann wohl, wenn wir Pech haben, in die 22-Uhr-Schiene laufen. Aber okay. No rest, no fun. Derzeit kann das Eisen dann schön brutzeln. Und wenn wir wiederkommen, können wir hoffentlich eine Werkbank bauen. Und wenn wir eine Werkbank bauen können, dann können wir auch ein Fahrrad bauen. Dann brauchen wir keine Werkbank suchen hier. Wenn ich in dem Tempo wieder durch die Gegend renne, dann wird das auch wieder lustig. Der Witz ist, wir brauchen für die Werkbank einen Hammer und einen Baumschlüssel. Also eine Wrench. Die Wrench haben wir ja. Die müssen wir dann wohl opfern, aber wir können ja dann eine neue bauen. Und Hammer genauso, den müssen wir erstmal herstellen, weil wir noch keinen haben. Also wäre schon schön, wenn ich vor 22 Uhr bei der Aufgabe ankomme, weil sonst wird es ein bisschen kritisch. Hier schwebt wieder ein Haus. Kann ich denn... Das kriege ich sowieso wieder nicht. Da will mich auch wieder einer von der Arbeit abhalten. Was ist hier denn schön? Nevis Gain High School. Tachchen. Ja, völlig aus der Puste. Aua. Also ich lasse hier jetzt mal als links liegen. Dann werden wir da noch rechtzeitig ankommen. 21:19. Das ist auch eine interessante Kiste. Ich kenne zwar Schule, ich weiß nicht, ob die das ist. Eine andere. Leute, ich habe doch was zu tun. Außerdem geht es mir unten um die XP, also bin ich kurz vom nächsten Punkt. Was denn hier mitten im Haus oder was? Ah, er nun wieder. Schon haben wir Level Up. Hier drinnen jetzt oder was? Ja, nice. Ne, dahinter? Ne, doch hier. Okay, wir holen mal lieber die Kalaschnikow raus. Okay. Noch kriegen wir so hin. Mädels, was ist denn los? Oh. Wieso ist eigentlich meine Ausdauer so im Keller?
So, da noch eine Krankenschwester. Ups. Ja, noch zwei. Hallo? Wieso bin ich so aus der Puste, weil ich so viel gelaufen bin wahrscheinlich, oder? Voll gegen die andere Gegend geknallt. Das ist aber gut gewesen hier. Normal. So, rede mit Händler. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber wir haben sie alle pünktlich weggekriegt. Das ist doch nice. Okay. Na gut, dann schleichen wir uns mal zurück. Jetzt ist es nämlich eng hier. Eigentlich müsste ich die Wrench noch eben nutzen und ein, zwei Autos auseinandernehmen, bevor ich die Wrench verballer. Aber okay, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Oh oh. Na, sieht er mich nicht? Och. Bist du? Da geht's ja nach Hause. Ja, schon wieder der Zappel-Philipp. Hallöchen! Da hat schon der Simi nicht. Oh, da ist ein Rocker. Den schaffe ich so nicht. Könnte wohl, aber kann auch in die Hose gehen. Siehst du? Wir wollen mal nicht so wagemutig sein. War das noch so? Hochmut kommt vor dem Fall. Das war schön. Die brauche ich sowieso. Ach, die lassen wir mal in Ruhe. Überall tapert hier was rum. Da ist der Dicky. Wäre vielleicht schlau, nicht so zu rennen. Um die Ausdauer zu sparen. Das musste jetzt sein. Die Tiefs sind wir gesunken. Früher haben wir hier Hunde und Wölfe gejagt und jetzt jagen wir Kaninchen und Hühnchen. Aber ich finde es gut, wie sie es gemacht haben, dass man am Anfang eben eher mal die kleinen Viecher kriegt. Oh, die Linse und die Flinte. Wohl in der Experimente haben wir es ja noch gehabt, dass permanent Wölfe auftauchen. Das war natürlich ein Bug.
mir hier jetzt wohl noch nicht passiert. Das war auch, gleich kommt einer. Na? Ups, das war zu früh. In letzter Sekunde. Jetzt muss ich Vitamine essen. Aber erstmal muss ich in die Sicherheit. Das war knapp. Puh. Also, das hier ist Gehirnerschütterung. Das ist schwierig. Und verwende Schmerzmittel für die Heilung. Deine maximale Gesundheit sind 24,9 verringert. Problem ist, dass das hier auch verringert ist, soweit ich weiß. Nee. Alle Attribute sind um 1 verringert. Na gut. Ach, das kommt, weil ich ja sowieso 1 mehr habe durch die Brille hier. Ne? Dadurch habe ich 1 plus. Wenn ich den jetzt abnehme, dann müssten die rot werden, oder? Ich meine, dass das sonst immer rot anzeigt, so wie es jetzt grün anzeigen müsste eigentlich, wenn ich die Brille auf habe. Ach, kann sein, dass das dann irgendwie... Na, ist auch egal. Auf jeden Fall müssen wir Vitamine futtern. Zum Glück haben wir welche. Blödsinn, Schmerzmittel. Schmerzmittel, Schmerzmittel, Schmerzmittel. Da. So, jetzt ist das verringert. Hier dürfen wir jetzt ein bisschen... Dingens haben. So. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Hammer. Ja. Leder und nee, Leder fehlt nur. Was sagt ihr noch in der letzten Folge? Man braucht immer Leder. So, der braucht ein bisschen. Quatsch. Was? So, was hat er jetzt wieder? Durst da? Okay, können wir benutzen. Oder dem können wir abhelfen. Hunger haben wir natürlich auch schon wieder. Wird hier gar nicht eingeschaltet? Dämlich.
So, Hammer ist fertig. Fehlt mir aber, glaube ich, noch Eisen. Oder haben wir hier noch was drin? Na, da haben wir das Klebeband, brauchen wir. Werkbank. Haben wir mechanische Teile brauchen wir noch. Oh, da haben wir nur 18. Das ist doof. Pass auf, dann brauchen wir. Ach, es hat die Steine direkt gepackt. So, was fehlt uns noch? Moment, Schraubenschlüssel. Den kann ich eben noch nicht herstellen. Da müssen wir also den einen verwenden, aber vorher brauche ich noch mechanische Teile. Dann müssen wir eigentlich ein Auto auseinandernehmen. Alles andere haben wir. Gut. Achso, wieso? Achso, die habe ich noch gar nicht eingesteckt. Ich denke, wieso nehmen wir da jetzt 20? Okay, da bauen wir jetzt noch zwei Stück von. Die kriegen wir mit der Wrench. Hier ist erstmal fertig. Ah, hier war doch irgendwo ein Auto. Da hinten zum Beispiel und da vorne auch. Sollte noch machbar sein. Leise. Ja, schon haben wir genug, aber dann nehmen wir jetzt die beide Autos. Nehmen wir eben beide Autos mit hier. Dann haben wir noch schon was. So, jetzt können wir sie bauen. Das können wir machen. Jetzt haben wir natürlich keine Wrench mehr, aber das ist nicht so tragisch. Die werden wir schon wieder kriegen. Nur fast beim Händler eine kaufen. Ein bisschen Geld. Oh, guck. Das kriegen wir wohl geregelt. Aber wenn wir dann endlich die Wrench haben, dann können wir endlich ein Fahrrad bauen. Dazu brauchen wir natürlich Eisen. Wie viel brauchen wir denn? Da brauchen wir 5. Ach gut, da brauchen wir auch noch mechanische Teile. Okay, aber nur 2. Das passt. Ah, das passt gerade. Glück gehabt. Räder brauchen wir 2. Ja, mechanische Teile passt. 5 Eisen passt auch. Ne? Nee, Eisen brauchen wir ein bisschen. Da war mein Wecker. Weiß nicht, ob man es gehört hat. Okay, dann machen wir noch mal. Ah, komm, jetzt machen wir noch 30. Oh oh.
schlimm daneben geschossen oder war die so robust? Jo, das dauert ja ein bisschen. Und wie sieht es aus mit Rädern? Haben wir eins, brauchen wir zwei. So. Kohle, Öl, Kunststoff und Eisen. Überall gerade so die ausreichende Mengen vorhanden. Mit der Brench, das ärgert mich ein bisschen. Dass ich da nur die eine gefunden habe bisher. Aber okay. Das ist auch schon fertig. Jo, das ist dann eben, ne? So eine kleine Bastelfolge. Aber so sind nun mal die Nächte in Nevis Gain. Wobei jetzt auch die Random Map ja scheinbar Nevis Gain spielt. Ich weiß nicht, heißt ja South Pedaire County, ne, durch die Random Map Generierung. Aber ich denke mal, das Gesamtgebiet für so für 7 Days to Die ist Nevis Gain. So. 19 Sekunden noch. So, das sind ja so die wichtigsten Sachen, die man am Anfang braucht. Und abgesehen vom Lagerfeuer natürlich eine Forge. Und dann die Werkbank und dann ist man eigentlich erstmal safe. Chemiestation auch nicht unwichtig, aber solange, wenn man schon Beaker hat, kann man im Feuer eigentlich auch fast alles das machen, was man in der Chemiestation hat. Fast. Kostet nur mehr Ressourcen. Yes. Ehrlich. Können wir mal dahin. So. Brauchen wir denn für ein Fahrrad? Mechanische Klebeband, Lederschraubenfedern. Ach, da brauche ich ja gar keine Werkbank für. Blöd. Oder? Mein Wohl, ne? Doch, klar. Wurde nur nicht angezeigt, weil gerade im Werkbankmenü war. So, den Lenker brauchen wir noch. Da. Wir nehmen uns nur das kurze Eisenrohr. Sollte nicht das Problem sein. Oder? Und dann brauchen wir fürs Fahrrad nur noch die Räder und ein mechanisches Teil, alles klar. Hatte ich nicht gerade. Achso, ein Rad ist hier noch drin. Oder nicht gerade. Endlich. Jo, okay. Ja, dann würde ich sagen, ne, diese Folge. Kleine Meuchelei. Werkbank hergestellt und Fahrrad hergestellt. Das ist doch schon mal was. Dann warten wir noch einmal ab, ist gleich fertig. Sehr schön. Siehst du wohl.
Okay, ja, dann denke ich mal, können wir den nächsten Tag dann einen schönen Ausflug machen. Wir müssen also erstmal zum Händler hin, ne, oben die Punkte abholen und dann würde ich sagen, ja, mal gucken, ob wir da noch eine Händlerquest machen. Blutmond, Hordenbeast müssen wir auch so langsam bei. Aber einen Tag Zeit haben wir noch, oder fast zwei. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.